Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Wir befinden uns mitten im Krieg gegen die angebliche Tyrannei von Kaiser Tore. Wie so oft diesmal ist es die Herzogin von den Hebriden, die meint, sie müsste hier aufmucken, aber das werden wir ihr ganz schnell austreiben. Wir haben hier schon die angeblichen Hebriden besetzt. Das ist natürlich ein Teil von Dänemark ursprünglich, aber das ist egal, das haben sich jetzt die Hebriden unter den Nagel gerissen und das werden wir jetzt als erstes besetzen. Und außerdem haben wir noch ein viel größeres Problem als diesen Krieg. Das wisst ihr aus den letzten Folgen, wir haben den falschen Spielererben. Das soll nicht Tores Sohn Prinz Asig sein, sondern wir hätten gerne König Engelhard. Unter anderem, weil wir ihm schon die entsprechenden Ländereien alle zugesprochen haben. Der soll es also sein, auch darum müssen wir uns kümmern. Und was ich bis jetzt noch nicht so wirklich in Betracht gezogen habe, weil da noch was fehlt, das ist die nächste Möglichkeit, die man aber durchaus ja im Hinterkopf behalten sollte. Wir könnten nämlich die Wahl zum Thronfolger einfach abschaffen. Einfach ist allerdings zu einfach, denn es ist eigentlich gar nicht einfach. Wir brauchen nämlich 10.500 Prestige dafür. Das heißt, uns fehlen noch 2.309 Prestige. Als erstes werde ich deswegen mal eine Jagd veranstalten. Da verliert Tore auch noch Anspannung und Prestige können wir außerdem damit noch sammeln. Aber das gibt natürlich im Verhältnis zu dem, was uns noch fehlt, irgendwie viel zu wenig. Das heißt also, wir bräuchten eigentlich auch eine Menge Gold. Wir könnten nämlich mit Gold hier noch weitere Titel schaffen, die uns wiederum Prestige bringen. Zum Beispiel bei einem Kaiserreich, was wir natürlich tunlichst nicht schaffen, denn das bleibt dann natürlich nicht in unserem Reich. Bei einem Kaiserreich wären das 500 Prestige, bei einem Königreich 400 und das geht natürlich weiter abwärts bis zum Herzogtum. Das sind dann 300 Prestige. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber auch da sind wir gehandicapt. Wir haben viel zu wenig Gold. Das heißt, das müssen wir uns jetzt natürlich erstmal wieder zusammensammeln und vielleicht bekommen wir doch noch durch irgendwelche Kleinkriege ein bisschen oder wir müssen uns anderweitig umsehen, in unserem Kerker zum Beispiel. Aber wir haben im Moment nur einen Gefangenen und der drückt kein Lösegeld ab. Das ist natürlich sehr schade. Bei der Gelegenheit können wir ihn allerdings mal freilassen. Der Jakob ist katharisch, das heißt, wir werden die Bekehrung verlangen. Und ein schwaches Druckmittel nimmt er nicht an, aber die Freilassung haben wir dann schon mal los und der Kerker ist wieder frei für hoffentlich Lösegeld zahlende Kunden. Okay, wir haben hier auch noch eine Fraktion, die uns ein bisschen auf den Senkel gehen möchte. Das ist mal wieder eine katharische Populistenfraktion, diesmal von den Tschechen. Die hat 17 Mitglieder und hier haben wir einen aufmüpfigen Bürgermeister, von dem wir natürlich Bekehrung verlangen. Mal gucken, was das wird. Und dann könnten wir auch noch, bevor wir hier mit dem Krieg erstmal wieder weitermachen, gucken, wen wir als nächstes beeinflussen. König Madoc ist uns eigentlich jetzt wohlgesonnen genug. Das heißt, wir geben das Komplott auf und gucken mal bei unseren Vasallen. Die sehen eigentlich relativ zufrieden aus. Wir haben hier noch einen halbwegs unwichtigen Herzog, der von der Provence ist und den könnten wir jetzt aber trotzdem mal ein bisschen milde stimmen. So, das wär's jetzt eigentlich erstmal bis auf eine Sache. Und zwar habe ich mir so überlegt, eigentlich wollte ich ja Frankreich angreifen, aber ich möchte das Bündnis mit Frankreich natürlich nicht beschmutzen, das werden wir auf keinen Fall tun. Und bis er so gestorben ist und überhaupt, habe ich mir gedacht, guck dir doch nochmal seine nähere Verwandtschaft an. Vielleicht ergibt sich da irgendwas Lohnendes und was soll ich euch sagen, ich habe natürlich auch was gefunden. Sein Haupterbe, der Nachfolger als König, wird nämlich Prinz Henri. Und dieser wiederum, der hat einen erstgeborenen Sohn namens Philipp. Und der ist noch nicht verlobt, der ist jetzt 12 Jahre alt. Und ich habe mir gedacht, den werden wir jetzt mal matrilinear verheiraten. Und zwar mit unserer Margarete. Margarete ist nämlich
die Enkelin von Tore. Das heißt also die Tochter von Engelhard. Das ist eine sehr gute Partie, aber auch für sie. Und ich finde, die beiden passen eigentlich wunderbar zusammen. Immer auch natürlich in der Hoffnung, dass sie die späteren französischen Thronfolger in die Welt setzt. Was soll ich sagen, Prestige gibt's noch obendrauf? Und ja, ich habe gesehen, sie sind angeblich verwandt, aber das nehme ich jetzt in diesem Fall nicht so ernst, denn das ist eigentlich nur angeheiratete Verwandtschaft. Wenn das Spiel das anders sieht und da dann inzüchtige Kinder rauskommen, ja, das ist nicht so schön, aber das ist dann halt Frankreich. Das hat insofern nichts mit uns zu tun. Das weisen wir natürlich dann von uns und schicken also den Vorschlag ab. So, das wäre es jetzt eigentlich erstmal. Wir werden jetzt hier erstmal schön belagern und die Freilassung verfügen und auch das Verlöbnis annehmen. Und ja, hier haben wir jetzt unseren Bürgermeister, der sich nur gegen Gold bereit erklärt, zum katholischen Glauben überzutreten. Und das geht natürlich gar nicht. Wir werden ihn also gleich mal einkerkern. Wir werden nicht um eure Seele feilschen und wir versuchen ihn jetzt einzukerkern. Druckmittel haben wir nicht. Und unsere Hofspitzelin, Gräfin Sibylla, sagt, sie glaubt, am Hof von König Mardok, der im Moment der Nachfolger auf den Kaiserstuhl ist, da könnte sie vielleicht doch noch, wenn sie mehr Zeit hat, Geheimnisse aufspüren. Das lassen wir sie gerne machen, in der Hoffnung, dass das dann Geheimnisse sind, die den König selbst betreffen und vom Nachfolgethron für das Kaiserreich schubsen. Okay, auf der Jagd passiert jetzt Folgendes. Wilderer hier in den Wäldern der Gräfin, sie kauern eng beieinander, als ich mit meinen Wachen zu ihnen reite und verbergen damit kaum das tote Tier hinter ihnen. Die Tiere sind dem Adel vorbehalten. Okay, das kennen wir natürlich schon und wir müssen uns jetzt mal überlegen, was machen wir. Wir könnten jetzt in der Grafschaft die Steuern erhöhen und die Volksmeinung geht dann runter. Oder wir erhalten 10 Jahre lang Wilderer-Ausbildung. Na, plus 2 Kampfgeschick. Er wird nicht in den Krieg höchstpersönlich ziehen, das braucht er eigentlich nicht. Oder die Beute gehört mir genau wie Strafzahlung im Gegenzug für ihre Leben. Das wäre schon verlockender. Das wäre verlockender, denn zu 50% erhalten wir Gold und Prestige. Und auch wenn es nur die hälftige Chance ist, werde ich das jetzt mal versuchen. Ich drücke Tore die Daumen, dass das klappt. Jawohl, wir haben 70 Gold erhalten und 150 Prestige. Das ist schon mal schön, das hat geklappt. Und der Bürgermeister ist aufs Land geflohen. Okay, das macht uns überhaupt nichts. Das stört uns nicht. Jetzt ist er jedenfalls erstmal weg und ist landlos, ist auch kein Bürgermeister mehr. Verräter rufen wir ihm hinterher, schnauben einmal in seine Richtung und werden ihn dann so schnell wie möglich vergessen. Die Jagd ist jetzt leider schon zu Ende. Wir erhalten aber 150 Prestige. Das ist gut. Oh, und gleich drauf kommt natürlich wieder der Hammer. Bis dass der Tod uns scheidet. Wie kann ein Herz nur solchen Schmerz erleiden, ohne zu brechen? Ein Ding der Unmöglichkeit und doch bin ich hier. Mein Herz schlägt weiter, während das eure verstummt ist. O gab mein Augenstern, ohne euch wird das Leben nicht dasselbe sein. Zumindest bleiben die Erinnerungen. Tore erhält 28 Anspannung, weil Kaiserin Gab seine Gemahlin starb. Ruhe in Frieden Gab, ja, das war ihr Tod. Sie starb an Unterernährung. Und ich wollte auch gerade sagen, ich denke mal, die Ernährungsweise hat ihr nicht besonders gut getan. Jetzt zahlt sie leider die Zeche dafür und wir müssen jetzt natürlich aber auch zusehen, dass wir hier wieder eine neue Ehepartnerin für Tore ergattern. Das ist jetzt natürlich gar nicht so einfach. Wir könnten mal nach Rang gucken. Das wäre eine Herzogin und zwar die Herzogin von Westfranken. Die ist allerdings erst 8 Jahre alt. Darunter kommen dann Gräfinnen.
Okay, wir könnten hier natürlich, das ist die einzige, die schon volljährig ist, die Gräfin Dagmar von Santok nehmen. Die ist scharfsinnige Intellektuelle, gefühllos, ungeduldig und religiöse Eiferin. Aber sie ist noch sehr frisch mit ihren 19 Jahren, bei guter Gesundheit und sie ist zumindest schlau. Schlau ist jetzt auch nicht so dolle, aber das könnte man mal mitnehmen. Zumal die Auswahl hier wirklich nicht so toll ist. Wir behalten die mal im Hinterkopf, gucken noch kurz bei Prestige rein und hier sehen wir wieder die üblichen Kandidaten. Eine 39-jährige, naja, eine 39-jährige Irin. Wir haben hier ein obskures Haus, hier ein glorreiches, aber das ist ja natürlich auch nicht verkehrt. Da würden wir doch Prestige für bekommen, oder? Ja, 600 Prestige. Damit wird sie auf jeden Fall attraktiver und wir schicken den Vorschlag ab und hoffen dann, dass das auf jeden Fall gelingt, denn das bringt uns prestigemäßig auf jeden Fall weiter. Und Tatsache, die Heirat wird angenommen. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken im Rat, wo sie uns am besten helfen kann. Ich bin jetzt natürlich für Domänenverwaltung und auch da ist sie am besten. Sie hat 13 Punkte bei der Verwaltung und mit 6 Punkten kann sie uns aushelfen. Das heißt, wir kommen, das sieht man jetzt hier natürlich nicht so gut, wir kommen hier dann auf etwas mehr. Das ist schon in Ordnung, weil wir auch nur 2 Domänen haben. Das ist ja wirklich nicht besonders viel. So, okay, jetzt müssen wir hier aber mal sehen, neben dem ganzen anderen Geklüngel, dass wir mit den Hebriden hier weiterkommen. Und bei Belagerung Gefangenen gemacht, sehe ich gerade. Und Radegund ist verstorben. Tores Schwester Radegund ist auch von uns gegangen. Sie trank sich zu Tode. Oh mein Gott, das ist fatal. Das ist sehr fatal und sie hinterlässt 3 Kinder. Ihr Ehepartner ist bereits schon gestorben. Ja, so kann es gehen. Das ist wieder eine Folge der Toten sozusagen. Und mal gucken, ob wir sie auch noch umbringen. Aber vielleicht, ich muss mal gucken, ob die Kriegsstand bringt. Nein, das tut sie nicht. Vielleicht können wir sie ja gegen Lösegeld schon mal rauslassen. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Sie gibt allerdings nur 10 Gold. Okay, damit erklären wir uns erstmal zufrieden. Und jetzt wieder ein Komplott. Unsere Ratsspitzelin Sibylla ist unserer Vasallin Herzogin Anna auf die Schliche gekommen. Sie möchte Hans, unseren Gast, ermorden. Das ist mir eigentlich egal, aber eine Herzogin, die sollte auf jeden Fall Lösegeld bringen. So, und deswegen gucken wir jetzt hier auch gleich mal für 100 Gold. Das fordern wir, da ist mir der Titel auch egal, den kann sie gerne behalten. Und jetzt haben wir hier nochmal über alle Zweifel erhaben. Mein Sohn König Engelhard wurde als wahrer Vater des ungeborenen Kindes benannt, das Antoinette, ein Mitglied des gemeinen Volkes aus Lüneburg, unter dem Herzen trägt. Ja, da hat er sich mal wieder mit Ruhm bekleckert, aber gut, hat er denn keinen Augenblick daran gedacht, wie viel Wert seine Gemahlin Königin Bonn auf ihre Ehe legt. Ja, das ist nicht sehr nett von dir, Bonn gegenüber. Die guckt auch sehr, sehr skeptisch. Er wollte es mal mit Antoinette probieren. Sie ist schwanger, unzüchtig, Jungjägerin und wahnsinnig. Also Mann, Engelhard, wo hast du denn zugeschlagen? Aber in ihrem Wahnsinn eine meisterhafte Philosophin, schüchtern, tapfer und treuherzig. Tja, Bonn, das tut mir jetzt leid. Wir fragen uns jetzt natürlich, was wird das schlussendlich für uns bedeuten? Ja, das können wir uns dann später wahrscheinlich angucken, ob ihm das mal das Genick bricht. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier noch die Hebriden belagern können. Ich möchte natürlich eigentlich hier die Hauptstadt belagern. Das würde ich gut finden. Hier stehen allerdings schon 5000 Mann, die ebenfalls belagern wollen.
Die Frage ist, ziehen wir erst hier hin? Das könnten wir natürlich machen. Aber bestimmt nicht über Land, oder? Das dauert doch viel zu lange. Ich denke, wir ziehen erstmal hier hin. Und dann sehen wir weiter. Das gucken wir uns mal an. Vielleicht dauert die Belagerung auf den Hebriden selbst ja auch gar nicht so lange. Und wir können dann hinterher hier tätig werden. So, ihr könnt euch erstmal zusammenschließen. Seid jetzt auf hoher See. Wie viel seid ihr jetzt? 4000. Was seid ihr für Truppen? Ja. Gut. Das dauert noch 5 Monate. Ja, da will ich jetzt nicht reinfuschen. Wir gehen erstmal, die könnten wir natürlich auch währenddessen bekriegen, aber wir gehen trotzdem erstmal hierher. Genau, das machen wir. Und werden dann die Belagerung abwarten. Auch hier warten wir jetzt erstmal die Belagerung ab und sehen dann, wie viel Kriegsstand wir haben. Im Moment sind wir bei 31. Okay, unsere Spitzelin gibt auf. Sie sagt, sie kann bei König Marduk nichts finden. Deswegen lassen wir sie mal ihre alten Aufgaben wieder aufnehmen. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Und warten hier nochmal die Belagerung ab. Sehr schön. Ihr seid fertig. 66% haben wir jetzt. Und werden jetzt die Schotten selbst bekämpfen. Oh, und hier ist Bewegung. Hier sind Bündnispartner von uns. Wir können gleich hierher offensichtlich. Das ist sehr schön. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Denn die Schotten wurden offensichtlich geschlagen. Die ziehen jetzt in ihr Gebiet, um sich zu erholen. Ziehen sie nicht, sie haben sich bereits erholt, wollten belagern, tun es jetzt aber nicht. Und hier haben wir jetzt ebenfalls eine Belagerung. Das können wir allerdings auch teilen. Das werden wir mal machen. Wir halbieren das Ganze und ziehen jetzt, ja, das sind auch die Schotten höchst selbst. Wir werden jetzt hier hinziehen, aber natürlich nur mit der einen Truppe, denn die Mangonellen, die sollen schon hier bleiben. Wir gucken hier auch nochmal, sind die inzwischen fertig? Noch nicht ganz. Und wir kümmern uns natürlich auch um Liebesbläschen. Als ich unter die Decke zu... Oh mein Gott, mir ist gar nicht aufgefallen, wie sie heißt. Dabcho Blake schlüpfe. Denkt euch für sie einen Spitznamen aus. Ich glaube nicht, dass ich das oft vorlesen werde. Erspüre ich voller Grauen ein triefendes Bläschen an ihren Intimorganen. Habe ich es ihr angetan? Ja, das könnte natürlich sein, Tore. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, du hast doch tatsächlich, genau, Liebesbläschen. Oh mein Gott. Ja, das tut uns jetzt natürlich leid, falls du es von Tore gekriegt hast. Aber da können wir jetzt nun auch nichts machen. Und ja, er könnte jetzt des Ehebetts verwiesen werden. Oha. Die Ehe dieses Charakters wird keinen Nachwuchs hervorbringen. Das wollen wir natürlich eigentlich gar nicht. Wir sagen also, mein Schatz, ich kann euch gar nicht sagen, wie leid es mir tut. Okay, das heißt, es geht weiter. Scheiß auf die Krankheiten, hätte ich jetzt fast gesagt. Hauptsache, ja. Ein offenbartes Geheimnis. Eine schändliche Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Vasall Herzog Cyprian soll eine außereheliche Affäre haben mit Bürgermeisterin Brunhilde. Gut, wir sagen, das Einzige, was wir sagen können, Gott wird diese Sünder richten. Und gucken mal, wir haben nur noch, oh, was heißt nur noch 2 Monate? Das ist schon ganz schön lange. Wir gucken mal, wie weit die anderen sind. Die sind bestimmt schon fertig, denn die haben die Mangonellen dabei, nicht ganz.
aber fast. Und wir haben ein Neugeborenes in unserer Dynastie. Meine Tochter Lotte hat ein Kind zur Welt gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Und die Tochter Lotte hat ebenfalls eine kleine Tochter geboren. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir sie denn nennen. Ein guter sächsischer Name vielleicht? Susan Hilde, das ist natürlich auch schön. Jutta. Jutta ist doch toll. Ich kenne übrigens einen Hund, der Jutta heißt. Total niedlich. Ja, sie soll natürlich Jutta heißen. Liebe Grüße dahin. Mögest du stark und weise werden, meine Enkelin. Und ja, das heißt also, wir haben pünktlich mit der Geburt von Jutta auch den Krieg gewonnen. Wenn das mal kein gutes Omen ist. Wir erzwingen die Forderung und ja, haben jetzt 24 Schrecken erhalten und die Herzogin eingekerkert. Das ist gut, das gibt uns dann hoffentlich auch wieder Lösegeld. Das müssen wir gucken, wir brauchen Geld. Nein, offensichtlich nicht. Das finde ich natürlich nicht schön. Vielleicht müssen wir erstmal laufen lassen und dann nochmal gucken. Nö, das ist ja unglaublich, vor allem hier wird annehmen plus 200. Gut, dann lassen wir das erstmal so stehen und kümmern uns jetzt nochmal um die Vorzüge. Wahrheit ist relativ, wollten wir haben, Druckmittel fingieren, Komplott ist damit freigeschaltet. Wir können auch nicht wieder wechseln, deshalb trollen wir uns da gleich wieder. Wir haben jetzt hier auch eine gefährliche Fraktion und das sind diesmal nur Bauern. Da können wir erstmal nichts gegen tun. Sollen diesmal versuchen. Ja, und dann würde ich sagen, oha, Haupterbe der falschen Dynastie ist jetzt unser Neffe. Das ist natürlich auch interessant. Wir gucken uns das mal schnell an. Die Wahl sieht jetzt wie folgt aus. Er hier, ein weit entfernter Verwandter, ist jetzt auf Platz 1, Engelhard ist auf Platz 2. Das heißt, wir sollten an seinem Hof, wollte ich gerade sagen, aber er ist dann auch noch landlos. Das ist ja unglaublich, können wir ihn einkerkern? Natürlich nicht, ich möchte jetzt keine Tyrannei vom Zaun brechen. Das hatten wir schon in einer der letzten Folgen besprochen. Wir könnten ihn natürlich versuchen zu ermorden, aber immerhin... Ja, doch, das könnten wir natürlich tun. 51% nur. Wir versuchen es mal, trotzdem. Und kümmern uns jetzt um Prinz Sigvard wahrscheinlich. Oder wer ist jetzt hier auf Rang 3? Nein, um Herzog John. Den Herzog hier, den werden wir jetzt mal... ein bisschen bespitzeln und werden an seinen Wohnort uns schleichen. Dann kommt nämlich jetzt unsere Radspitzelin zum Einsatz. Die soll jetzt hier mal Geheimnisse aufspüren. Und das Gute ist, jetzt durch den Vorzug, den wir gerade freigeschaltet haben, können wir dann auch dafür sorgen, dass wir vielleicht so auch an ein Druckmittel kommen. Und das ist doch eigentlich eine schöne Sache. Den können wir so erstmal vielleicht davon abbringen, sich hier auf Rang 3 wohlzufühlen. Mal gucken, ist der auch Kurfürst? Herzog John müssen wir mal suchen hier. Nein, das ist er nicht. Das ist er nicht. Das heißt, wenn das jetzt fehlschlagen sollte, wir machen mal nur einen Versuch, dann werden wir uns hier um die Kurfürsten kümmern. Und werden sehen, ob wir dann mit unserem Spitzel hier was ausrichten können und die Kurfürsten damit dann umstimmen. Alles klar, ich würde sagen, das ist jetzt eigentlich genau die Gelegenheit, um nochmal kurz hier in die Druckmittel und Geheimnisse zu gehen, ob wir jemanden einladen können. Wir könnten sie bestechen. Das kostet 55. Das Geld ist rar gesät. Ja, wir machen es aber trotzdem. Und hier sind noch zwei. 73. Okay, wir ziehen das jetzt durch.
wenn das Geld reicht. So, mal gucken. Also rein rechnerisch kommt das, glaube ich, nicht hin. Aber was wir jetzt natürlich auch noch zum Ende der Folge machen können, wir lösen jetzt alle Armeen auf. Dann sieht das schon mal ein bisschen besser aus. Und wir haben... Oh, ach so, das geht auf Schulden. Alles klar. Wir sind jetzt ein bisschen in die Schulden geraten. Das macht aber nichts. Das war für eine gute Sache. Wir werden jetzt einfach mal richtig in die Trickkiste greifen. Irgendwann muss doch König Engelhard mal sicher auf dem Thron der Nachfolge sitzen. Es sei denn, wir schaffen es vorher, dieses Gesetz abzuschaffen. Das dauert jetzt noch so lange, bis wir 1231 Prestige zusammen haben. Und dann können die uns vielleicht alle mal und wir können einfach die Wahl für nichtig erklären und uns den Kaiserthron zu eigen machen. In diesem Sinne wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid auch weiter dabei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und freue mich in der nächsten Folge auf euch. Bis dann und tschüss!